Jesus trug die Strafe für alle Tatsünden, damit du Vergebung empfangen und geben kannst. Mein Name ist Manuela und ich möchte euch gerne erzählen, wie diese Offenbarung mein Leben und vor allem meinen Umgang mit Tatsünden ganz verändert hat und erneuert hat. Und zwar, als ich hier nach Kingdom Impact gekommen bin, hatte ich eigentlich kein wirkliches Verständnis vom Umgang mit Tatsünden, obwohl ich christlich aufgewachsen bin und ich wusste, man muss Sünden bekennen, man muss auch vergeben und ich habe das auch gemacht, habe das so, wie ich es konnte, gemacht. Aber trotzdem, als ich hierher gekommen bin, habe ich dann gemerkt, weil das hier sehr klar und stark und offen und am Licht gelebt wird, habe ich gemerkt, dass ich trotzdem nicht wirklich verstanden hatte, was eigentlich geschieht, wenn ich mit Tatsünden handle. Und das hat sich bei mir so gezeigt, dass ich oft dann zum Beispiel in Konflikte kam, dass ich gemerkt habe, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe eben gesündigt und jetzt sollte ich das bekennen. Und bei mir war immer irgendwo unterschwellig dieses, jetzt bin ich die Blöde, die Sünde bekennen muss, die mit Schuld handeln muss, die dann auch die Strafe oder die Folgen dafür tragen muss. Oder dieses, jetzt komme ich unter die Räder, weil ich muss vergeben, aber eigentlich bin dann doch ich die allein wieder dasteht mit dem. Und das hat gemacht, dass bei mir immer, sobald ich irgendetwas dann mit Sünde handeln musste oder mit Schuld oder mit Fehlern oder etwas bekennen oder vergeben, war das so ein harter Geschmack. Es war dieses nicht glaubensvolle, erzwungene, weil man es halt machen sollte, muss. Deshalb muss ich so mit Sünde handeln. Aber es war nicht, dass ich wirklich Jesus gekannt habe oder es aus ihm heraus gemacht habe, sondern eigentlich aus mir heraus und aus meinem guten Christsein heraus wollte ich halt mit der Sünde handeln. Und als ich eben hierher gekommen bin, einerseits habe ich hier plötzlich total viel Lehre darüber gehört, was wirklich Jesus getan hat am Kreuz, was ist passiert, was eigentlich passiert, wenn wir mit Sünde handeln. Dazu eben wurde es immer wieder hier konfrontiert. Ich konnte nicht schlüpfen, indem ich einfach nur so gesagt habe, oh, tut mir leid, zack, und dann war es wieder vorbei oder es doch nicht bekennen oder es entschuldigen oder so. Das ging hier nicht durch. Und deshalb bin ich auch da immer wieder konfrontiert worden damit, wie kann ich mit Sünde umgehen oder auch im Gespräch dann, genau wenn Sachen passiert sind, wo wir ausgetauscht haben, wo ich mit meinen Jüngermacherinnen, mit Moni, mit Esther oder auch mit den Walders darüber geredet habe und sie mir Sachen nochmal gezeigt haben, erklärt haben, wie sieht es denn im Königreich Gottes aus. Dadurch hat sich in mir immer mehr dieses Verständnis aufgebaut, wow, Jesus hat die Strafe bezahlt. Und ich habe ihn kennengelernt, Stück für Stück, immer mehr als der wirklich auch das gemacht hat. Nicht nur sagt, er hat es gemacht, sondern es gemacht hat. Der auch dann, wenn Sünde passiert ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder jemand anders, er sich zu mir stellt, nicht ich den Fehler ausbaden muss, nicht ich die Strafe oder ich die Folgen tragen muss, sondern er sich voll mit seiner ganzen Versorgung zu mir stellt und mich nicht alleine lässt in dem. Und das hat mir so eine Freiheit gegeben, mit Sünde umzugehen oder mit Schuld zu handeln oder mit Fehlern zu handeln, weil ich habe plötzlich verstanden, es geht gar nicht so sehr darum, habe ich den Fehler gemacht, hat ein anderer einen Fehler gemacht, sondern es geht um diese Sünde, eine Substanz, die die Zerstörung, die Tod in Beziehungen bringt, ins Leben bringt, in mich hineinbringt, in die Situation reinbringt. Ich kann mit dieser Sünde was machen. Ich kann diese Sünde entfernen. Das hat Jesus gemacht, dass ich diese Sünde entfernen kann. Wow, wie krass ist das? Und das ist plötzlich etwas geworden, was mir auch Freude machen kann, selbst wenn es nicht angenehm ist, so vom Natürlichen her etwas zuzugeben oder so, weil ja die Situation wirklich Zerstörung reingekommen ist, Sünde reingekommen ist. Aber dass ich als ein Kind Gottes das Privileg habe, ich darf dadurch, dass ich diese Sünde bekenne, dadurch, dass ich vergebe, kann ich sie aus dem Weg räumen, kann ich sie aus der Situation, aus der Beziehung ausräumen, kann ich damit auch den ganzen Tod, die ganze Zerstörung, die reingekommen ist, wieder entfernen. Jesus hat das für mich gemacht, dass das möglich wird.
Und das hat so eine Erleichterung in diesen Umgang gebracht, so eine Freiheit in diesen Umgang mit Sünden gebracht, dass es nicht mehr diese Härte hatte, ich muss jetzt, und aber am Schluss bin ich doch allein, sondern dieses 100% sicher Wissen, wenn ich was vergebe, wenn ich was bekenne, dann ist die Sünde weg, dann ist die Strafe weg, dann ist alle Tod weg. Alles hat Jesus dann sofort entfernt und ich bin frei, die Situation ist wieder gelöst, es ist wirklich alles weg. Und das ist so ein Befreiungsschlag und bringt so eine andere Möglichkeit, mit Sünde umzugehen. Das ist total genial. Und da möchte ich euch einfach total auch selbst ermutigen, dass ihr da, wenn ihr selber merkt, diese Härte, die da noch drin ist, dass ihr Gott sucht, dass ihr im Austausch mit euren Geschwistern Gott sucht und sagt, Herr, was hast du da getan? Ich möchte auch eine Offenbarung darüber haben, dass du wirklich die Strafe getragen hast, dass wirklich die Sünde ausgeräumt wird und ganz raus ist aus den Situationen, wenn ich damit umgehe. Und ich segne euch total damit, das zu entdecken.